Ich spanne gerade meine Raven R20 Sniper, ja, Sniper-Scharfschützen-Armbrust. Ich kurble die gerade auf. Und wenn dich interessiert, was diese Hochleistungs-Armbrust kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rosser vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Raven R20. Da gibt es eine ganze Serie, die R-Serie, R10 und das ist eben die R20. Und das ist, so wird sie halt genannt, Sniper-Armbrust. Und Sniper ist sowieso so ein Schlagwort. Mit dem kann man viel verkaufen. Ja, Sniper. Ja. Aber die Frage ist, was bedeutet das jetzt? Dieses Teil ist ein Hochleistungsteil. Ich meine, ich gebe dir unten den Link in meinen Shop. Jetzt wird es dir wahrscheinlich umhauen und sagen, es kostet so viel Geld. Ich weiß. Das ist aber auch wirklich ein heißes Teil und kann auch wirklich viel. Und ja, es ist ganz einfach so. Die Preise macht nicht ich, sondern der Hersteller. Und mit dieser Armbrust aber, ja, kann man auf weite Distanzen schießen und wirken. Das ist eine Jagdarmbrust, die in Nordamerika eingesetzt wird, eben in der Jagd. Da gibt es ganz, ganz viele Videos auch, leider halt ein bisschen blutig logischerweise. Und es gibt auch Weitschüsse damit, ja? Die schießen 800 Yards, schießen die mit dem natürlich so in die Höhe, ja? Schießen da Luftballone zusammen. Das ist absolutes Weitschussdistanz-Hammer-Wahnsinnsteil. Und bevor ich jetzt ins Schwärmen komme, mag ich es auch mal vorstellen, wie sie zu bedienen ist und was sie kann. Ja, wir machen gleich einmal den ersten Schusstest und ich lasse die Kamera laufen, dann nur im schnellen Vorlauf, damit es nicht heißt, ich schummle. Das sind jetzt fast 20 Meter, nicht ganz. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was diese Sniper-Armbrust ja, drauf hat. Ja, das war mal der erste. Wie gesagt, ich schneide absichtlich nichts, damit es nicht heißt, ich schummle. Schuss 2. Rawumsti, kabumsti. Ich nehme dich gleich einmal mit und schau mal, wie das ausschaut. So, da sind wir jetzt bei diesem Reno Bag. Das möchte ich gleich dazu sagen. Also das ist ein richtig schönes, fettes Teil. Und dieses Boom, was du gehört hast, das ist das da. Das heißt, immer wenn der Pfeil durchschlägt fast, dann hört man das. Ja? Gut, und jetzt zum Ziel selbst. Ja, der erste war perfekt drinnen. Das ist der zweite. Bei dem war es so, der war nicht ganz perfekt. Aber da zahlt immer mal ein ganz nettes Ergebnis und jetzt machen wir gleich noch einen Test. Nächster Test, 70 Meter. Das Ziel ist da weiter hinten. Das sehen wir dann eh nachher. Ich würde sagen, legen wir los. Ich bin schon gespannt. Yeah! Und das Teil, das ist natürlich cool, ja, das muss man echt sagen. Durch diesen Mechanismus, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich es dir eben zeigen will, mit diesem Drehmechanismus, das hat wirklich was. Dadurch ist das Spannen deutlich einfacher und komfortabler. Natürlich die Kadenz verbessert sich ein bisschen. Das ist ja immer das Problem beim Armbrustschießen, beim Bogenschießen ja nicht. Da hat man eigentlich eine relativ hohe Kadenz. Die wird ein bisschen besser als Handspannen. Aber so richtig absolut verbessern tut das ja nicht. Aber es ist die Frage, was man tun will. Ich meine, das ist zum Jagen, also auf weite Distanzen. Und da ist das schon okay. Und jetzt machen wir noch den zweiten. Na, ich bin gespannt. Yeah, let's go! Ich sehe es schon von da. Und das ist nicht, weil ich gut bin, sondern weil der Raven super ist. Wenn es einmal eingeschossen ist und du verstanden hast, wie es geht. Ich meine, ich war jetzt stehend frei, das hast du eh gesehen, ja? Du hast jetzt gesehen, dass ich stehend freigeschossen habe. Und noch einmal.
Da meine ich jetzt nicht mich, sondern das Teil ist einfach so genial. Ich meine, schau dir das an. Das ist absolut irre. Absolut irre. Also ich breche den Schusstest jetzt ab und zwar aus einem ganz speziellen Grund. Ich wollte eigentlich noch auf 100 Meter schießen, aber es ist relativ neblig und das passt halt nicht. Ich habe aber schon über 100 Meter drauf geschossen und es funktioniert, aber ich möchte etwas sagen. Auch wenn du es jetzt nicht gesehen hast, weil du kannst ja auf andere YouTube-Videos gehen, die da, weiß ich nicht, auf 300 Meter schießen. Wenn du das Teil einmal eingestellt hast, und ich habe jetzt extra diese Deckeln da abgeschraubt, da ist dieses Klicksystem. Das heißt, du schießt sie dir einmal auf 20 oder 30 Meter oder was auch immer an. Ja? Das musst du so lange einstellen, bis es wirklich passt. Und dann gehst du ein Stückerl weiter weg und wieder ein Stückerl und wieder ein Stückerl und du wirst sehen, dass das reproduzierbar ist. Hier in diesem Scope, in diesem Zielfernrohr, da ist ein Absehen enthalten, das dir auch anzeigt, ja, wie weit ist das entfernt. Ich blende da das Bild dazu ein. Also du hast dann immer das Ziel bei der Zahl, wenn das jetzt 100 Meter ist, spannst du das auf 100 ein. Irgendwann hast du natürlich auf die Distanz das Problem, dass du das Ziel nicht mehr siehst, weil du so vorhalten musst. Das ist eine andere Geschichte, wie gesagt. Aber um das sollte jetzt auch nicht gehen. Also noch einmal. Das ist dann keine Frage des Könnens mehr. Natürlich, du musst die Atemtechnik drauf haben, du darfst nicht mucken, wie man so schön sagt, beim Abziehen und du musst ganz einfach den Abzug kommen lassen. Da gibt es ein paar Dinge, das ist klar. Aber auch wenn du die dann geübt hast, ist das keine Herausforderung mehr. Weil du nur mehr das Kreisel, du musst sagen, das sind 100 Meter, das Kreisel legst dorthin und dann lässt du raus und bummst die und es trifft. Es darf auch kein Wind gehen, also wenn es zu starker Wind geht, musst du das auch mit berücksichtigen. Deswegen gibt es ja Sniper, Scharfschützen, Präzisionsschützen, deren Job es ist und die tun halt den ganzen Tag nichts anderes als unterschiedlichste bergauf, bergab, bei Nässe, bei Kälte, bei Wind, bei Schnee, bei Hitze, bei ich habe schon 500 Mal geschossen oder bei Nacht das zu trainieren. Es ist halt ein eigener Beruf, ja, ist halt so, ja. Ist so, ja. Aber mit dem Teil hier, und das ist wirklich meine felsenfeste Überzeugung, wenn du die einmal eingeschossen hast und immer wieder mal ein bisschen damit übst, ja, sind 100 Meter überhaupt kein Problem, wie du jetzt auch gesehen hast, die Distanz stehend frei, kein Problem. Ja, das Aufziehen, das Spannen ist relativ einfach. Hier hinten, da ist ein Hebel, den du jetzt drückst und durch das Drücken löst sich hier, ja, das zeige ich, mag ich dir auch zeigen, löst sich jetzt hier ja, dieser Greifarm und da ist auch der Auslöser drin. Das heißt, im Endeffekt drückst du hier hinten drauf und dann geht das, wenn du es nach unten hältst, automatisch nach vorne. Hier ist jetzt der Auslösemechanismus und da drückst du ein bisschen rein. Ja, da ist auch hier auf der Seite so ein Hebel. Drückst das rein, so, bis es klack macht. Und jetzt geht es auch nicht mehr raus und jetzt kann man die Sehne mitziehen. Gut, nun gehen wir her. Und du nehmen diesen Hebel, also ohne den Hebel wird es natürlich ein bisschen unangenehm bei dieser gesamten Armbrust. Und jetzt kann ich durch Drehen diese Compound-Armbrust, den Bogen, die Sehne nach hinten ziehen. Das geht auch relativ einfach, muss ich sagen. Also das ist jetzt keine massive Kraftanstrengung notwendig. Ja? Und dann ist jetzt diese Armbrust fix fertig, wie du siehst, aufgezogen und einmal gespannt. Ja, auch das Einlegen des Pfeils ist eigentlich relativ einfach. Es gibt hier, und das siehst du ja auch, da so einen, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, ja. Und da steht auch drauf, Warnung. Denn wenn ich da hinten irgendwo reingreife, ja, und sich das irgendwie löst, diese Sehne, dann ist sie aus dem Maus. Das ist dann unangenehm. Ich meine, es ist eh, wenn sich so eine Armbrust selbst lösen würde, ich habe jetzt ein paar hundert Mal schon geschossen, ist bis jetzt natürlich glücklicherweise noch nicht passiert. Aber trotz allem, das ist natürlich so oder so unangenehm. Aber wenn schon, dann nur von vorne laden, sozusagen bestücken. Die Pfeile, die Raven mitliefert, sind jetzt mit dieser Befiederung zweifarbig. Orange gehört oben und weiß gehört unten. Das liegt dann auch daran, das zeige ich dir aber im ungespannten Zustand, warum das so ist. Wird von vorne eingeführt. Ja, von vorne. Ja, weiß nach unten, weiß immer unten. Wie gesagt, ich zeige dir dann nachher, warum das so ist. Jetzt liegt einmal der Pfeil, der Bolzen in der Armbrust. Aber jetzt müssen wir noch ein Stückchen nach hinten rücken. Das Klacken hast du jetzt gehört. Ja, und jetzt ist die Armbrust schussbereit. Sie ist noch immer gesichert automatisch. Da ist da ein Sicherungshebel, der sich meiner Meinung nach auch sehr gut
sehr, sehr gut bedienen lässt. Wenn man ihn nach oben drückt, hört man ihn fast gar nicht. Nur nach unten ist es laut. Das heißt, für die Armbrust- und Bogenjäger in Nordamerika natürlich eine wichtige Sache, dass man das Entsichern nicht hört. Ja, und dann entsichert und... Und dann kann es schon losgehen. Ja, warum muss die weiße Feder nach unten zeigen? Das liegt daran, dass hier im vorderen Bereich der Armbrust da sind so Rollen drauf montiert. Das sind kleine Rollen. Und wenn du dir jetzt den Pfeil anschaust, dann geht der auf diesen Rollen. Das ist absolut Wahnsinn. Ja? Also das spürt, es ist überhaupt kein Widerstand. Ja? Geht der durch und diese weiße Feder zieht sich da komplett genau durch. Daher muss das ganz einfach so eingespannt werden. Wenn du dir dieses Compound-System anschaust, dann siehst du aber auch etwas, die Sehne. Ja, diese Sehne berührt die Schiene in keinster Weise. Die ist immer in einer anderen, viel, viel höher. Also da gibt es keine Reibung. Ich meine, ich habe schon sehr viele Armbrüste vorgestellt und da ist das ja teilweise anders. Das heißt, da haben wir immer wieder das Problem, dass diese Sehne massiv beansprucht wird oder ein paar hundert Mal schießt damit, weil einfach Reibung entsteht. Das habe ich hier mit dieser Compound-Armbrust nicht. Ich kann nicht sagen, wie lange die Sehne wirklich hält. Das ist meine erste, die automatisch auch mit eingespannt war. Ich habe ein paar hundert Mal jetzt sicher schon geschossen. Man sieht jetzt vielleicht ganz leicht, wenn man reinschaut, dass da, wo die Nocke reingeht, das ist diese Art von Nocke hier, ja, da ist es vielleicht ein bisschen abgearbeitet, aber es steht noch nichts ab. Es ist ja auch von Raven automatisch eine sehr detaillierte Beschreibung, ja, dabei, wo man auch Bilder hat, in denen man sieht, wie das ausschaut, die Sehne ausschaut, diese Auflage ausschaut, wenn sie nicht mehr gut funktioniert und wenn sie ausgewechselt werden muss. Da bin ich aber noch weit davon entfernt. Also einen Langzeittest habe ich natürlich jetzt nicht machen können. Ja. Aber ich habe jetzt über die letzten Monate immer und immer wieder damit geschossen. Also ein paar hundert Mal auf jeden Fall und auch schon einige Pfeile geschrottet, aber dazu auch später. Und da gibt es einmal überhaupt keine Probleme und ich kann auch keinerlei irgendwelche sonstigen Probleme, ja, schmutzig ist sie halt ein bisschen, ja, aber ich kann sonst keine Probleme finden. Aber das erwartet man, sage ich jetzt mal, bei so einem Preis von so einem hochprofessionellen Armbrust, ja, auf jeden Fall. Ja, wo sind die Vorteile von diesem Teil? Ich meine, du kriegst um den Preis eine absolut hochwertige Armbrust, top verarbeitet, kannst auf weite Distanzen Ziele beschießen und auch treffen, das ist es ja, ja, weil Schießen ist ja was anderes, aber auch wirklich treffen. Du hast, wenn du dir anschaust von vorne jetzt im Endeffekt gar keinen, das ist kein Querschnitt, das ist sehr, sehr schlank, eine sehr, sehr leichte Armbrust, wie ich auch meine, wirklich massive Power, absolute Power, dieses Compound-System, das du hier hast, das ist super. Sicherheitsmaßnahmen, dass man da mit den Fingern nicht oben raufkommt, das ist alles gut durchdacht. Picatinny-Schiene hier unten, dass man irgendwas, weiß ich nicht, an Laser oder eine Lampe montieren kann. Wie auch immer, da oben eine Picatinny-Schiene im Standardumfang ist ohnehin bei dieser R20 dieses Armbrust-Zielfernrohr, sehr, sehr brauchbares Zielfernrohr mit unterschiedlichen Vergrößerungen. Das kann man sich einstellen, wie man es braucht und alles top mit einem guten Absehen, Leuchtpunkt, Visier, alles, was man braucht, schön einstellbar. Und natürlich, und das ist auch ganz klar, du hast den massiven Vorteil durch diese beweglichen Auslöser und Aufziehelement, dass du die mit dieser Kurbel, aber wie gesagt, die ist wichtig, ohne der Kurbel ist die Armbrust nichts wert, ja, sozusagen. Auch etwas, wo du sehr einfach spannen kannst. Also ich habe zum Beispiel diesen Steambow mal vorgestellt vor einiger Zeit, wo mit Pressluft aufgespannt wird. Das ist natürlich... Noch einmal, das Steambow ist jetzt noch einmal eine Stufe, noch einmal einfacher für dich natürlich zu spannen. Ja? Das ist ganz klar und auch schneller und eine höhere Kadenz, als du das hier zum Beispiel bei diesem Raven hast. Ja? Aber, das ist trotz alledem massiv leicht hier. Ja? Also dieses Raven, also dieses System hier, das Raven da einsetzt, das ist einfach super und ist nicht vergleichbar mit dem Handspannen. Ja? Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein Profigerät, das auf weite Distanzen eigentlich in Nordamerika als Jagdarmbrust eingesetzt wird, aber natürlich auch zum Spaßschießen. Und das ist
kein Spielzeug. Ja, auch wenn es ein Sportgerät ist, aber das ist kein Spielzeug und daher erst glücklicherweise ab 18 Jahren erhältlich. Wirklich fett, wirklich fett. Ja, was ist mein Fazit zu dieser Raven R20? Ich habe nur die R20 bis jetzt im Test gehabt. Daher weiß ich nicht mit der R10, aber ich glaube auch, dass das ein geniales Teil ist. Hightech, absolut Hightech. Und wenn du eine Armbrust suchst, die eine, nachdem du sie eingeschossen hast und auch immer wieder ein bisschen geübt hast, Fire-and-Forget-Lösung ist sozusagen, mit der du weite Ziele beschießen kannst, mit der du im Ausland, ich meine, es ist ja in Österreich, Deutschland, Schweiz verboten, aber auch jagen gehen willst zum Beispiel. Ja. Ich glaube, dass das in Ungarn zum Beispiel erlaubt ist, die Bogenjagd, aber da bin ich jetzt nicht der Experte dabei. Dann ist das Teil absolut super. Es macht wirklich Spaß damit zu schießen, weil du auch was triffst. Es ist nichts deprimierender als ja, zu schießen und man trifft nichts, da dreht man irgendwann durch. Das gesamte Zubehör, alles, das Scope, also das Zielfernrohr, ist alles angepasst genau an dieses Teil hier. Und ich weiß, dass der Preis, wie gesagt, schau das in meinem Shop an, natürlich höher liegt als bei anderen Armbrüsten, aber es ist die Frage, was du damit tun willst. Wenn du nur einfach ein bisschen zum Spaß schießen willst, dann kauf da eine günstige, habe ich auch im Sortiment, gebe ich da auch unten den Link, ein NXG zum Beispiel, da bist du bei 200 Euro dabei und hast ein absolut auch Top-Gerät, mit dem du spielen kannst. Aber da ist irgendwann einmal die Distanz das Problem. Und die Präzision das Problem. Also ich habe Streukreise mit dem beisammen, die absolut irre sind. Das heißt auch ungeübte Schützen, die jetzt nicht andauernd schießen, können mit dieser Raven hier viel Kraft auf den Bolzen, auf den Pfeil bringen und den auch wirklich zielgenau. Lange Rede, kurzer Sinn, absolut top. Ich bin ganz verliebt in das Ding. Ja. Oft, das sieht meine Frau nicht. Nein, ein absolut super Ding und ich kann es dir hundertprozentig empfehlen, wenn du dich dafür interessierst. Ja, wie gesagt, geh in meinen Shop, schau ganz einfach. Es gibt auch immer wieder bei mir Armbrusttage, wo man kommen kann und mit den Armbrüsten schießen kann und das ausprobieren kann und einmal testen kann, denn klar, wer kauft gern die Katze im Sack, also auch das ist möglich. Aber wie gesagt, das an einer anderen Stelle. Ich sage danke fürs Dabeisein, mag dir um einen Daumen oder nach unten bitten. Ich mag dich aber auch um einen Kommentar bitten. Hast du die Raven? Erzähl uns ein bisschen was dazu. Das wäre sehr, sehr fein. Was hältst du davon? Und ja, so ist die Geschichte. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt. Dein Rainer Rostmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Und ja, bis bald. Ciao.